Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Marvels Spider-Man 2. Im letzten Part hat Miles seinen Onkel Aaron wieder getroffen, der nach den Geschehnissen aus dem letzten Spiel aus dem Knast entlassen wurde. Und das Wiedersehen lief einigermaßen, sagen wir mal, friedlich ab. Ne, es ist jetzt kein Drama draus geworden, wie ich es schon fast befürchtet habe. Sein Onkel hat Miles dann auf ein paar Verstecke, ein paar Prowler-Verstecke in der Stadt hingewiesen, bei denen sich Miles dann eben frei bedienen kann, sodass die Technologie nicht eventuell in falsche Hände gerät. Und ja, außerdem haben wir uns auf den Weg zu dieser FSDN-Quest-Anfrage gemacht, sozusagen, ne? Nämlich Feuerwerk auf dem Dach, da werden wir uns mal drum kümmern. Davon abgesehen, als ich jetzt das Spiel wieder gestartet habe, um nach dem letzten Part die neue Aufnahmesession anzufangen, aus irgendeinem Grund, als ich dann das Spiel wieder betreten habe, hat es mich hier oben mitten im Wasser unter der Brücke rausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe manuell gespeichert am Ende des letzten Parts, und zwar genau auf den Dächern in der Nähe von dem Startpunkt dieser Mission. Und aus irgendeinem Grund bin ich dann aber hier oben gelandet. Keine Ahnung, was das Spiel damit aussagen wollte. War das ein Mobbingversuch seitens des Spiels? Wenn es auch ein schlechter war? Keine Ahnung. Weil normalerweise, wenn ich einen manuellen Speicherpunkt erstelle, dann lande ich auch, wenn ich diesen Speicherstand lade, wieder genau da, wo ich gespeichert habe. Ganz komische Sache. Naja, egal. Deswegen musste ich noch einmal den ganzen Weg bis hierher rüberschwingen. Ups. Na toll. Und jetzt habe ich einmal das komplette Gebäude umrundet. Leute. Habt ihr auch eine Genehmigung dafür? Alter. Mike, Mike! Er atmet noch, aber ich bringe ihn ins Krankenhaus. Ja, geil. Jetzt haben die sich auch noch selber weggefetzt. Alter, wie. Oh Ich Gott, wusste, mit dem Feuerwerk stimmt was nicht. Wird er es schaffen? Ja. Sieht aus, als wäre er nur bewusstlos. Aber ich gehe kein Risiko ein. Ach, Leute, ey, ganz ehrlich, noch ein weiterer Wo Aspekt. bin? Spider-Man? Keine Bange. Ich bring dich ins Krankenhaus. Und ich muss darauf hinweisen, dass privates Feuerwerk in ganz New York verboten ist. Das wussten wir nicht. Die waren für unseren Bruder, Lex. Er ist vor ein paar Jahren gestorben und hat sie geliebt. Also schießen wir zu seinem Geburtstag immer ein paar ab. Oh Mann, tut mir leid. Ja, Spider-Man. naja. Wow. Ja, krass, ne, wenn man auf einmal auf Immerhin dem kann ich Rücken. meine Zehen spüren. Krass, wenn man auf dem Rücken eines Superhelden aufwacht, wohl? Aber ja, also trotzdem war es in jeder Hinsicht einfach nur doof. Und Miles ist gerade eben durch das Geländer geklippt. Ich konnte da einfach durchlaufen. Als wäre es gar nicht da. Auch lustig. Naja, ey, ganz ehrlich, das wusste ich nicht, dass ich weiß nicht, ob ich denen das glauben kann. Stellen die sich einfach nur doof? Weil egal aus welchem Blickwinkel man diese Aktion betrachtet, es ist einfach nur doof. Ne? Props dafür, dass sie es zu Ehren von jemand anderem gemacht haben. Ne? Das war für eine gute Sache durchaus. Aber trotzdem, zieht das nicht in den Schmutz, indem ihr daraus eben etwas Schlechtes macht. Also indem die Aktion dann eben auch noch illegal wird. Ne? Naja. So, das Personal hier ist super. Du bist in besten Händen. Danke. Warte, wenn dieses Feuerwerk so gefährlich ist, solltest du dir anschauen, woher wir es haben. Bei den Docks nördlich von hier, zwischen den zwei Brücken. Ich glaube, ich kenne den Ort. Ich sehe es mir an. Okay, danke schön. Dann kann ich vielleicht verhindern, dass sich weitere Leute mit so einem Feuerwerk das Gesicht wegbrennen. Hey, ich habe Mike abgeliefert. Er meinte, ich soll mal nachschauen, wo ihr das Feuerwerk her habt. Typen vom Dock? Gute Idee. Sei vorsichtig, zwei von denen hatten Waffen, also richtige Waffen. Ich bin vorsichtig, danke. Jo, danke für die Warnung. Ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Auch ein Spider-Man weiß es am liebsten lieber früher als später, Alter, wenn der pass auf mit Gegner. dem Fass! Wenn unsere Ware in die Luft fliegt, gehen wir leer aus!
Willst du tauschen? Kümmer du dich um die Waffen. Ich weiß, was ich tue. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, auch ein Spider-Man weiß es lieber früher als später, dass der Gegner über Feuerwaffen verfügt. Miles kann Tarnung einsetzen, um unsichtbar zu werden, wenn seine Tarnung, wenn seine Tarnungsanzeige voll ist. Die Tarnungsanzeige lädt sich bei Nichtbenutzung wieder auf. Kennen wir ja noch aus dem letzten Spiel. Nutze Tarnung, um unbemerkt an Gegner heranzuschleichen und lautlose Takedowns auszuführen. Oder lautere Takedowns ausführen, die dann allerdings unbemerkt bleiben, weil ich eben unsichtbar bin. Das war so einer der praktischsten Skills. Ups. Das war einer der praktischsten Skills, die man im letzten Spiel mit Miles benutzen konnte. Einfach unsichtbar werden und die Gegner einen nach dem anderen wegwemsen. Weil der Netzschlag dann mit einem bestimmten Skill auch komplett lautlos wurde. Besser geht's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Kann ich ihn vielleicht auch nicht? Ah, wegen dem. Ich wette... Ja, okay. Das muss gezwiebelt haben. Arme Socke. Ja gut, klar, die beiden sind ja auch zu zweit. Jawohl. Bin ich nicht du. Das war auch so ein... Oh Mann, das könnte Miles eigentlich theoretisch auch jedes Mal sagen, wenn er einen Gegner für einen Lower Takedown per Netz nach oben zieht. Ne? Dann könnte er, während der Gegner ihm für eine Sekunde ins Gesicht sieht, könnte er noch schnell den Satz droppen, wird mir stinken, wenn ich du wäre. Und dann springt er ihn einfach komplett ein. Ist das Letzte, was die Typen hören, bevor sie komplett eingesponnen werden. Ich weiß nicht, irgendwie fände ich das witzig. Wo ist der hin? Hey Jungs, ich wollte euch warnen. Ein paar zwielichtige Gestalten verkaufen Schlechtes. Moment mal. Ich warte, bis seine Aufmerksamkeit nachlässt und ich einen Netzschlag-Takedown ausführen kann, falls ich ihn überhaupt noch ausführen kann. Ich krieg dich! Was genau glaubt er jetzt gerade, wie er mich momentan abschreckt? Indem er, will er jetzt so tun, als hätte er krasse Kung-Fu-Skills? Oder was ist hier los? Ach, Kollege. Lass das! Egal. Weniger aufmerksam wird der scheinbar sowieso nicht mehr. Oh. Au. Nice. Zack. Ja, gut beobachtet. Und du kannst mir gleich Gesellschaft da oben leisten. Okay. Das Feuerwerk. Oh, oh. Es brennt? Ich schmeiß es rein. Okay. Ach so, Netze schießen. Oh. Brennt. Noch zwei brennen? Okay, letzte Kiste. Jawohl. Ja, schnell, schnell. Nice. So. Wow. Richtig nice. Happy Birthday, Lex. Ja. Hast du das? Oh Mann, ich hoffe, Mike hat das auch gesehen. Lex würde das feiern. Viel Spaß euch noch in New York. Seid vorsichtig. Ja. Jetzt wissen sie ja Bescheid. Feuerwerk auf dem Dach abgeschlossen. Sehr schön. Und da sehe ich scheinbar eine weitere Fotomöglichkeit. Sehr gut, Level up. Mit der feinen, feinen Klimaanlage.
Klimaanlage. Das mag zwar stimmen, aber die drehen da auf eiskalt. Also nehmen Sie eine Jacke mit. Die werden Sie bei dieser Hitze nicht dabei haben. Und ich will ehrlich sein, im Theos gibt es keine Klimaanlage. Aber es weht ein angenehmes Lüftchen. Und wenn die Tür aufgeht und ein Windstoß den Geruch frischer Hotdogs hereinträgt. Oh Gott, es gibt nichts Besseres. Chili Hotdog oder normal? Normal. Richtig. Okay. Auch nicht schlecht. So. Wie sieht's aus? Gut, wenn es toll ist, Toast ist. Wenn nicht. Bodega Beef. Die Rivalität zweier Bodegas zeigt sich in der Wahl ihrer Maskottchen. Theos Geschäfte müssen gut laufen, wenn er sich eigene Nachahmer leisten kann. Ja, scheinbar. Spider-Man, also die Katze Spider-Man, die scheint ja durchaus eine gewisse Beliebtheit erreicht zu haben. An die kann ich mich ja auch noch aus Miles Morales erinnern. Aus dem Game, ey. Die Spider-Man-Katze. Ach ja, herrlich. Lösch es wieder. Okay, schick's mir einfach. Und stehe ich auf dem Foto im Vordergrund? Ich repräsentiere ja mehr Kunden. Okay. Ah, der Bodega-Beef. Anfangs war es nur ein Streit David gegen Goliath. Aber dann erfuhr Theo, dass das Maskottchen von der Bodega seinem eigenen ungewöhnlich ähnlich sah. Offenbar, um an seinem Erfolg teilzuhaben. Theo ist ausgeflippt. Das kann ich durchaus verstehen, ey. Eine Spider-Man-Katze und dann ist die Nachmache auch noch so extrem billig, Alter. Da würde ich irgendwie aber auch sauer werden. Aber klar, sogar der Beef an sich ist dann am Ende nur Gratis-Propaganda. Oh, die werden noch den ganzen Block sprengen. Da, wir haben es fast geschafft. Da ist das Narrenfeuer. Was geht? Ich durchkreuze euren Plan. Und ihn da runter. Er will uns einspinnen. Ja Mensch, wer hätte das gedacht, dass Spider-Man euch einspinnen will? Oh je. Uiuiui. Ach komm. So ein Mist. Triff vier Gegner mit einem Gerät. Oh. Ui. Ach so. Ach, vier Gegner mit einem. Ach Gott. Mann. Ich gucke immer viel zu spät auf die Bonusziele. Verdammt. Ach, egal. Der Tankwagen muss geflickt werden. Ja. Bin dabei. So. Okay. Bis zum Entladen halten die Netze den Wagen zusammen. Sie retten jedes Mal den Hintern. Alright. Ich glaube, die Story, die sollen wir später mit Peter fortsetzen. Zumindest hat mir das Spiel, glaube ich, einen dezenten Hinweis gegeben, dass die Story mit Pete weitergehen soll. Aber eins nach dem anderen. Okay. Aha. Einer der ältesten Bauernmärkte in der Stadt befindet sich gleich hier in Little Odessa. Hier habe ich Spider-Man zum ersten Mal gesehen. Pete hatte gerade Leute gerettet. Er sah so cool aus. Das fanden aber nicht alle. Wir sind jede Woche hier. Ah ja, schöne Sache. Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Nice. Wie habt ihr euch kennengelernt? Dein Opa hat viel zu viele Tomaten gekauft. So viele, dass ich gar keine mehr bekommen habe. Der Arsch. Okay, dann schauen wir mal. Wo? Ah. Okay. Näher ran. So. Da ist es. Oh. Okay. Vielleicht muss ich ihn woanders hinbewegen. Okay. Ah,
Mit dem Rad dort, nehme ich an. Oder? Nicht? Hm. Aber es wird mir so angezeigt, als ob das Rad ein interagierbarer Gegenstand ist. Ah, jetzt. Davon ich stand wohl viele geöffnet. Ich stand wohl einfach im falschen Winkel. Na gut. Okay. Immer her damit. Hm, sehr schön. Noch einer weniger. Du hättest nicht herkommen sollen. Hi. Hey, Leute, Leute, Leute. Für einen Hinterhalt müsst ihr euch cleverer anstellen, ja? Au. Ja, ja, ich weiß, dass ich bei den Typen eigentlich parieren muss. Ich hatte nur gehofft, ich kriege noch den Finisher durch, bevor der überhaupt angreifen kann. Nice. Okay. Onkel Aaron hatte recht. Sie waren hinter seiner Technik her. Oh ja. Und sie waren schon scheinbar sehr nah dran. Also ich kam genau zur richtigen Zeit. Oh, bei Little Odessa habe ich scheinbar... Alles in Ordnung, Junge. Es gab ein paar unbefugte Zugriffsversuche auf meinen Vorrat im Versandhof. Ja. Die Gruppe, die Lee entführt hat, war hier. Sie müssen echt gut sein, wenn sie es gefunden haben. Nicht mal dein Vater hat es geschafft. Dad? Es war der erste Showdown zwischen Officer Jefferson Davis und dem Prowler. Ich musste stundenlang im Frachtcontainer warten, nur... Oh. Was? Ich verlasse den... Okay. Um ihn abzuhängen. Ich wünschte fast, er hätte mich damals dort erwischt. Ich wollte nie, dass er da reingerät. Ah ja, ich bin froh, dass du da jetzt raus bist. Pass auf dich auf, Onkel. Du auch, Mann. Mach ich. Okay, so. Ich werde dann jetzt auch mal bei der Gelegenheit, solange ich dran denke, eine weitere Trophäe freischalten. Und zwar ist das eine Trophäe, die ich... deren Bedingungen ich lustigerweise ein paar Mal während des Let's Plays von Miles Morales geschafft habe. Da hätte ich die Trophäe mittlerweile definitiv schon längst bekommen. Aber naja. Eine Überraschung! Ich hab doch nicht Geburtstag! Oh, oh, Alter, sind das viele. Ach Mann. Ah. Ich muss immer darauf achten, dass die Sachen jetzt einen Cooldown haben. Also all meine Venom-Angriffe haben jetzt einen Cooldown, den ich im Blick behalten muss, anstatt dass ich auf eine Leiste achten muss, auf eine Energieleiste. So wie es noch in Miles Morales der Fall war. Der ganze Ärger wegen eines Kristalls. Ja. Also sage ich den Polizisten, dass jemand hinter uns her ist. Aber sie hören mir nicht zu. Das tut nie jemand. Zeit, okay, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Marco wurde ewig nicht gesehen. Ich hätte ihm geholfen, wenn ich von seinen Problemen gewusst hätte. Ja. Ich habe gerade mit meiner Quelle beim Raft gesprochen. Marco war seit seiner Ankunft auf Krawall aus, aber angeblich soll er Anzeichen von Besserung zeigen. Was immer du mit den Kristallen anstellst, mach weiter so. Okay. Scheinbar wirkt sich das Sammeln der Kristalle auch auf den echten Marco aus. Hm, interessant. Okay, so, und zwar, die Trophäe, die ich machen möchte, ist im Prinzip ganz einfach. Wir müssen nichts anderes tun als versagen, sozusagen. Das kann ich ja gut. Und zwar, wir müssen schlicht und ergreifend, ich werde es euch gleich zeigen, Folgendes machen. So. Bam. Und ich bekomme die Bronzetrophäe Platsch. Tatsächlich sollen wir beim Stunts ausführen auf die Fresse fliegen.
Dafür gibt's wirklich eine Trophäe in diesem Spiel. Im letzten Spiel habe ich es ein paar Mal so hingekriegt, ohne es zu wollen. Und in diesem Teil gibt's einfach eine Trophy dafür. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ah, herrlich. Ist schon witzig. Ich meine, ja, für einen Lacher ist es auf jeden Fall ganz gut, wenn man es einmal ausprobiert. Aber gleichzeitig tut mir Miles auch voll leid. Och Mann. Ich hab's ja generell auch natürlich im letzten Spiel nie absichtlich gemacht, ist ja klar. Ah, naja. Jetzt begeben wir uns mal zu diesem Verbrechen dort hinten hin und dann würde ich sagen, können wir langsam aber sicher wieder zu Miles wechseln, oder? Ach, zu Miles. Zu Peter wechseln. Nope. Ach, du Scheiße. Erledige sie, Spidey. Oh nein. Ah, na toll. Ja, das hätte ich eigentlich gerade eben mit dem Dickerchen machen sollen. Ach Gott. Alter, der Haupt. Ja, ist doch gut, Mensch. Oh nein. So. Bitte, lass mich nicht allein. Ach Mann, ey. Keinen Schaden zu erleiden, da ist man direkt so angespannt und denkt sich, oh Gott, keinen Fehler machen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich schwing dich rüber, ne? Zu einem Krankenwagen. Die werden dir helfen. Oh Gott, ich danke dir. Okay. So. Die Mechanik kommt jetzt tatsächlich überraschend oft vor, dass ich jemanden zum Krankenhaus bringen muss. Ist ja nicht schlimm, geht ja schnell und so. Von daher, ne? Ich sehe das jetzt nicht als etwas Schlechtes an, aber naja. Ich dachte nur, es würde nicht so häufig auftreten, wie es jetzt tut. Ich hoffe, es war nicht zu heftig. Viel Glück. Sei gesegnet, Spider-Man! Vielleicht habe ich jetzt auch einfach, sozusagen das Glück, dass ich jetzt mehrere Events hintereinander bekomme, wo zufällig eben eine Person zum Krankenhaus gebracht werden muss. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Naja, so, dann schaue ich mal. Ich würde auf jeden Fall auch gerne wieder ein bisschen was verbessern. Ich würde sagen, die Gesundheit verbessern wir nochmal. Der Kauf einer Anzugmodifikationsgruppe gewährt den Zugriff auf beide Modifikationen der Gruppe. Okay. Pro Gruppe kann nur eine Modifikation aktiviert sein, aber Modifikationen können jederzeit getauscht werden. Ah, okay, ich kann mir eins von beiden aussuchen, aber jederzeit auch zum anderen wechseln, wenn ich es mir anders überlege. Jedes perfekte Ausweichmanöver gewährt dir ein wenig Heilung oder erfolgreiches Parieren gewährt dir ein wenig Heilung. Ich würde sagen, ich nehme mal perfektes Ausweichen. Erstmal. Geräte, können wir da noch was Nettes machen? Bei Höhenflug auf jeden Fall. Ein stärkerer Stoß lässt Projektile Brecher hochheben. Klingt gut. Hier etwas. Noch nicht. Fertigkeiten, wir haben wieder neue Skillpunkte. Eine ordentliche Menge sogar. So, wird Zeit, dass Peter wieder was Neues kriegt. Spider-Sturm spinnt die ersten 3 getroffenen Ziele ein. Der letzte Treffer des Spider-Sperrfeuerhagels bewirkt eine Erschütterung in einem großen Wirkungsbereich und kann so mehr Ziele treffen. Auch nicht schlecht. Oder soll ich den Spider-Schock kaufen? Erzeugt jetzt einen Überlastungsstromstoß, der auf zusätzliche Gegner überspringt. Spider-Sperrfeuer lädt sich schneller auf. Ich würde sagen, ich nehme jetzt auch nochmal den Spider-Schock inklusive des Upgrades. Das kostet 2 Skillpunkte und ich habe jetzt noch nicht einmal einen mehr übrig. Ups. Naja. Was nehmen wir jetzt? Oh, Brooklyn 2099 Anzug. Alter. Alter. Vor allen Dingen, wie glänzend dieser Anzug ist oder wie schimmerig. Alter Vater, guckt euch das mal an. Als ob der komplett durchpoliert wurde. Als ob er durchpoliert wurde, obwohl er aus Stoff ist. Also, sieht krass aus. Ne?
So ein ordentlicher Schimmereffekt drauf. Ja, nehme ich mal. Und Peter hat den Hybridanzug oder den Unglaublich 2 Anzug. Ich würde sagen, ich nehme den Hybridanzug. Unerschwinglich Dreieck wo zu finden. Technikteil. Ich bräuchte ein paar mehr davon. Ja, vielleicht finde ich ja mit Peter noch ein bisschen was. Aber der Anzug sieht für Miles doch schon richtig nice aus. Naja, so oder so. Ich gehe mal zur App und wechsle zu Peter. Nice. Hey Pete, kommst du zur Stiftung? Klar. Ich bin gespannt, was du mir zeigst. Super. Ich freue mich auch. Ups, MJ ruft gerade an. Bis später. Hey, wie geht's? Gut, ich habe gerade mit Harry telefoniert. Und das mit der Stiftung könnte echt spannend werden. Oh, gut. Bei mir gibt es ebenfalls Hoffnung. Ich weiß, welche Technik beim Gefangenentransport zum Einsatz kam. Hochmoderne DARPA-Technik. Wer auch immer das war, hat jede Menge Ressourcen. Miles glaubt, den Anführer gesehen zu haben. So ein Großwildjäger-Typ mit Fellweste. Interessant. Ich recherchiere weiter. Landet diese Story auf der Titelseite, finden wir sie vielleicht schneller. Und mein Job ist gerettet. Okay. Hauptmission verfügbar. Nice. Aber eins nach dem anderen. Das Verbrechen würde ich gerne mit Pete mitnehmen. Ich muss sie aufhalten. Jo. Vorher würde ich noch mal ganz kurz... Oh, kann nicht geöffnet werden. Na gut, ist okay. Grundstück. Hey, Tanzpartner gefällig? Wär mir eine Freude. Pariere Gegner, dreimal, okay? Wow. Naja, okay. Gegner kann ich ja wohl kaum parieren, wenn sie auf mich ballern. Na? Reicht dir das? Hä? Doppelhelden-Spezial-Kombo! Nice. Sehr gut. Aber im Ernst, ich brauche doch auch Gegner, die ich parieren kann, wenn ich hier Paraden machen soll für das Bonusziel. Kommen da jetzt noch mehr? Tatsache. Einer meiner größten Erzfeinde. Verstärkungen! Verstärkungen, die durch Briefkästen klippen. Auch noch. Schmerzen? Wow! Schmerzen und er wird direkt von Miles komplett hops genommen. Oh, Miles, du bist super. Oh, ey, diese gemeinsamen Takedowns von den beiden, die sind so super. Oh Gott, man muss die beiden einfach nur mögen. Herrlich. Alles klar, naja, da habe ich jetzt schlicht und ergreifend, ja, mit dem Parieren nicht so schnell geschaltet. Okay? Wir sind dabei, ein durch Sandmans Angriff beschädigtes Krankenhaus abzureißen, aber die Trümmer sind den Technikern im Weg. Wenn du mit deinen Netzen das Gebäude eine Weile vor dem Einsturz bewahren könntest, wäre das eine große Hilfe. Auf jeden Fall. Danke, wir arbeiten weiter, bis du da bist. Okay, die Flamme freigeschaltet. Okay. Ja, was jetzt? Die Flamme oder wo warst du? Räume im Krankenhaus die Trümmer für Chief Clarks Team aus dem Weg. Das ist etwas, das nur Peter machen kann, aber die BV-Clubmesse ist auch in der Nähe. Ja, dann, diese Mission erfordert einen anderen Charakter. Möchtest du jetzt zu Miles wechseln? Ja. Jetzt müsste ich doch theoretisch genug Marken verdient haben für einen neuen Anzug für Pete, oder nicht? Jo, das reicht locker. Alles klar, dann kriegt Pete jetzt den Hybridanzug verpasst. Ne? Haben jetzt beide einen neuen Anzug spendiert bekommen. Läuft. Ab geht's. Alright, auf zur Buchmesse. Let's go. Wenn ich schon gerade in der Nähe von dieser Nebenmission bin, dann kann ich mir das ja wohl kaum entgehen lassen. Dann wird das natürlich noch mitgenommen, ist ja klar. Oh, Fotogelegenheit. Wow.
Ich weiß nicht, ob ich das fotografieren sollte. Die haben hier irgendwie ihre kleine private Feier am Laufen und ich fühle mich irgendwie schlecht dabei, das zu fotografieren. Aber naja, die 100% verlangen es so. Das ist gut. Versteckte Oase. Okay. Eine entsprechende Wasserstelle für all jene, die wissen, wo sie sich befindet. Onkel Aaron sagte, er wäre mit Dad früher ständig hier gewesen. Das sehe ich mir mal an. Wenn ich alt genug bin. Okay. Ist das... Mann, ich bin seit Jahren nicht dort gewesen. Als wir noch im alten Bugle-Büro waren, haben wir uns dort versteckt, wenn Jonah kurz vorm Ausflippen war. An der Bar habe ich viele Aufträge fertiggestellt. Und Grasshopper vernichtet. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich hätte mir gar keine Gedanken darum machen müssen, dass ich dieses Versteck offenlege. Scheinbar ist das größtenteils bekannt. Alles klar. Na dann. Los geht's. Alter, kann der sich schnell umziehen. Respekt. Hey Miles, was geht? Hey, schön dich zu sehen. Mann, ich kann nicht glauben, dass Mr. Atlas hier in der VV sein wird. Vielleicht bekomme ich dann eins dieser Stipendien, wenn er meinen Sound mag. Mal gucken. Man kann ja einfach mal fragen. Ne? Ah, schön. Jetzt kann Miles mal ein bisschen durchatmen und wieder Miles sein. Sehr schön. Ja, sehr schön. Kann ich hier auch mit irgendetwas interagieren oder mit irgendjemandem? Hier scheinbar nicht. Hier? Ah, ich dachte, nebenbei könnte ich doch noch. Ah. Ja, Moment, Genki, ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Hallöchen. Neue Fortpflanzungstechnologien erwarten uns. Alles dazu in dieser Broschüre. Wir haben alle Infos zur Schwangerschaftsverhütung. Bitte sprecht mit euren Eltern und eurem Hausarzt. Sie helfen euch, das Richtige zu finden. Ja, die sind gratis. Sicherheit geht vor. Alles klar. Gut, dass es hier Leute gibt, die sich damit auskennen. Durchaus. Better Access Clinic. Aha, BAS. We've got your back. We've got your back. Okay, ich wollte gerade sagen, haben die diese Abkürzung gewählt, um ihren Slogan damit zu ergänzen. Ja, ganz eindeutig. Interessant. Wir sind für euch da. BAC, Better Access Clinic. Okay. Ja, mehr kann ich damit auch nicht machen. Alles klar. Ja. Schön, dass die auf solch ein Thema auch nochmal aufmerksam machen. Okay. Generell ist es ja wichtig, dass man da auch aufgeklärt ist. Geht's dir gut? Der Tisch schneidet so ein bisschen deinen Luftraum ab, glaube ich. Deine Lungen. Sieht scheiße ungemütlich aus, ist was ich eigentlich sagen will. Meine Güte. Okay, ist das hier so eine Art Spontanmensa quasi? Oder zumindest ein Ort, wo man sich mal ganz kurz hinsetzen kann. Mensa würde ich das jetzt nun auch wieder nicht nennen. Okay, hier. Hey, wenn das nicht Morales der Musikcrack ist. Alles klar, Delisa? Du bist hier, um den Unidozenten Mr. Atlas zu sehen? Ganz genau. Schöne Astronomiestadt. Danke. Schau später mal vorbei. Ich habe ein 3D-Modell des Saturn gemacht. Aber sieh mal. Es ist Kuchen. Ich heb dir ein Stück auf. Danke. Was war das denn jetzt für ein knuffiges Quieken, was sie dabei gemacht hat? Die hat sich ja richtig darüber gefreut. Ach, schön. Alles klar. Was gibt's hier sonst noch? Ah ja, Genki natürlich. Hi! Nicht nur Genki. Puh, da bist du ja. Mr. Atlas ist noch nicht hier. Ich will mit ihm sprechen über das Computer
Physikprogramm. Die Vermisstenmeldung ging vor einer halben Stunde ein. Was ist passiert? Das ist alles. Wir wissen es nicht. Sie wollte was aus ihrem Auto holen und dann... Puff! Dann war sie verschwunden. Ist was passiert? Was ich gehört habe, war vermisst und Meldung. Ich würde sagen, ja. Geh schon. Wir halten den Platz frei. Voll cool, wie alle beide jetzt. Vielleicht kann ich mehr rausfinden. Wie alle beide jetzt aktiv eben Gebärdensprache sprechen, um sich und damit sie sich mit Haley unterhalten können. Ne? Im letzten Spiel, da haben wir ja, glaube ich, nur Miles gesehen, wie er mit Haley über Gebärdensprache kommuniziert hat, oder? Ich denke schon. Soll ich? Finde einen Weg, um näher an die Direktorin und den Officer heranzukommen. Ja, am besten natürlich einen möglichst unauffälligen Weg, ist klar. Ich denke mal, ich laufe hier einfach um das Zelt drumrum, oder? Um die Zelte? Ja, das sieht doch gut aus. Soll ich vorher vielleicht noch hier ganz sporadisch gucken, ob es noch weitere Interaktionsmöglichkeiten gibt? Wahrscheinlich nicht, aber ja, okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Alles klar. Dann... hier rein. Haben Sie persönliche Sachen von ihr? Ja. Sie hat ihr Handy dagelassen. Ist es entsperrt? Haben Sie eingehende Nachrichten oder sowas gesehen? Na bitte. Nur ein paar Mitteilungen vom Fitness-Tracker. Er zählt ihre Schritte. Wo auch immer sie ist. Die Schüler hängen sehr an Miss Ferguson. Ich hoffe, sie ist okay. Bitte finden Sie sie. Wir tun unser Bestes. Miss Ferguson wird vermisst? Oh Mann, sie trägt offenbar noch ihren Fitness-Tracker. Vielleicht kann ich das Signal finden. Mal gucken. Okay. Mal sehen, wo dieser Fitness-Tracker ist. Letzter bekannter Standort, Dawson Harbor. Okay. Ich finde es im Übrigen auch nice, wie die ganzen verschiedenen Anzüge von den beiden auch verschiedene Effekte haben. Dass dieser Anzug zum Beispiel an gewissen Stellen immer wieder aufleuchtet und wieder dunkler wird. Oder bei diesem Anzug, dass es dann eben so quasi Punkte gibt, ne, diese gelben Punkte, die so wie kleine Linien über den ganzen Körper fahren. Ne, sind ganz nette, kleine, feine Details, die jetzt hier... noch einmal eingebaut wurden. Klar, mit der Power der der PlayStation 5, da kann man den Anzügen ja auch noch ein kleines bisschen mehr Finesse geben. Woll? Okay, Handysignal scannen. Text-to-Speech-Anruf mit Haley Cooper wird gestartet. Miles, Mr. Atlas ist da. Wann kommst du? Oh Mann, ich muss erst Miss Ferguson finden. Ich beeil mich. Er verteilt gerade Bewerbungsformulare für Stipendien. Mann! Kannst du mir eine besorgen? Nein, noch besser. Habe dir einen Link geschickt. Danke. Viel Glück und beeil dich. Okay. Alter, jetzt komme ich hier echt... Oh Mann, ey. Ich habe gerade alle falschen Tasten gedrückt. Sehr schön. Naja, uiuiui. Sie muss hier irgendwo sein. Ich sollte leise vorgehen. Heyo, Miles. Was geht's, Genki? Kann das warten? Nicht wirklich. Mr. Atlas ist hier. Ich habe ihm gesagt, dass du wegen was Ehrenamtlichem nicht hier sein kannst. Also will er mit dir telefonieren. Passt es gerade? Danke, Genki. Aber es passt gerade echt nicht. Hier ist er, Mr. Atlas. Ich weiß, Sie müssen ihren Flug kriegen. Genki! Hi, Miles? Ja. Hallo? Sie flüstern. Passt es gerade nicht? Nein, ich mach's passen. So bin ich. Super. Ich höre, Sie interessieren sich für unser Musiktechnologieprogramm. Erzählen Sie mir doch von sich. Was haben Sie für Hobbys? Hobbys? Ich hab gern Musik produziert. Aber es ist schwer, Zeit dafür zu finden. Genki hat mir Ihre Samples gezeigt. Sehr beeindruckend, besonders die mit dem Titel Schwingen. Was hat Sie dazu inspiriert? Ja. Ich habe Überschwingungen von Schallwellen nachgedacht. Da hat sich das ergeben. Interessant.
Und können Sie mir sagen, was Ihnen besonders wichtig ist im Leben? Für Leute da zu sein, wenn sie mich brauchen? Zuverlässig sein. Vertrauenswürdig. Jemand, auf den Verlass ist. Sehr interessant. Und abschließend, warum glauben Sie, dass Sie gut zu unserer Schule passen? Ich gebe nicht auf. Und ich will das Richtige tun. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Faszinierend. Tja, Miles, danke für Ihre Zeit. Ich glaube, ich habe alles. Danke. Brauchen Sie meine E-Mail-Adresse, falls Sie sich melden wollen? Oh Gott. Das hätte besser laufen können. Ja. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig zurück und kann Mr. Atlas persönlich treffen. Ein paar Dinge klären. Das wäre gut. Okay. Okay, das wär's, oder? Das müssten alle gewesen sein. Nope. Du siehst müde aus. Jetzt vielleicht? Ich sehe hier zumindest keinen mehr. Ah, auf der Minimap sehe ich aber noch welche. Okay, das muss der letzte gewesen sein. So, damit wären die aus dem Verkehr. Mal sehen, wohin das Signal führt. Mhm. Ich habe für die Ren Corporation gearbeitet, nicht aus Korb. Wieso sollte ich was über die RTX 35 wissen? Sie hat die gleiche sechsstufige Verriegelung. Jetzt helfen Sie uns, sie zu entsperren. Sonst machen wir das auf die harte Tour. Das Signal sollte mich zu Miss Fergusons Fitness-Tracker führen. Wie soll dann die harte Tour erst aussehen? Das wollen Sie gar nicht wissen. Also, wir wissen, das Ding hat sechs Schritte. Was ist der erste? Öffnen Sie das Bedienfeld. Okay. Weiter? Singen Sie ein... Ich sollte dem Signal folgen, wenn ich Miss Ferguson finden will. Glauben Sie, das ist ein Witz? Für wen? Sie oder mich? Was ist der nächste Schritt? Welcher nächste Schritt? Der nächste Schritt für die Verriegelung! Verriegelung? Na, das ist sinnlos mit ihr! Ich bin echt bereit für etwas Action. Könnt ihr haben! Ich dachte, sobald ich da oben an die Kante gehe, kommt direkt eine Cutscene. Da ist sie. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Na dann. Ich hab dich. Bist du okay? Mir geht's gut. Aber woher wissen die Leute, dass ich für Rand gearbeitet habe? Das finden wir raus, wenn die Geiselsituation vorbei ist. Versteck dich. Ich werde die übernehmen. Nice. Okay. Na dann tanzen wir ein bisschen. Genug gespannen. Nein. Oh Gott, da kommen ja schon direkt die nächsten, ne? Oh Gott, nein. Alles, was wir haben. Du versaust meine Operation, Spider-Zwerg. Zu deiner Operation gehört deine Führung. Wie soll ich das ignorieren? Ist er down? Gut. Das willst du nicht. Oh Mann, ey, jetzt ist echt die Combo abgebrochen, weil... Na, egal. Weil ich zu weit von denen entfernt war. Ach Mann, egal. Ich fasse es nicht. Du hast sie ganz allein erledigt? Das gehört eben zum Job. Wollen wir? Hast du etwa vor, mich zu tragen? Klar, ich trage öfters Leute. Zumindest in diesem Spiel. außerhalb von Cutscenes. Ich bräuchte nur eine mündliche Bestätigung, dass du mich nicht verklagst, falls ich dich vollkotze. Ist hiermit bestätigt. Aber eine Vorwarnung wäre nett. Wäre geil gewesen, wenn Miles Morales gesagt hätte, glauben Sie mir, da wären Sie nicht die Erste.
Stellt euch mal vor, jetzt reiht sie mich tatsächlich mittendrin voll. Und wir sehen das Upsi dann erst am Ende. Auf dem Anzug. Dank Spider-Man ist unsere geschätzte Lehrerin Miss Ferguson wieder wohlbehalten bei uns. Zum Zeichen unseres Dankes ist es mir eine Ehre, Spider-Man zum offiziellen Helden von Brooklyn Visions zu erklären. Du bist hier immer willkommen, Spider-Man. Danke. Und jetzt zurück zum Quad. Wir müssen hier einen Roboter vorführen. Nice. Wie lief das Bewerbungsgespräch? Ging so. Klingt doch nicht schlecht. Nicht mach dir nicht zu viele Sorgen. Hi, du hast noch Zeit, es dir zu überlegen. Ich weiß dein Interview-Engagement zu schätzen, aber ich habe gemerkt, dass du mit Wichtigerem beschäftigt warst. Mr. Sinclair hat ein gutes Wort für dich eingelegt, Direktorin Evans auch. Also machen wir es richtig und treffen uns auf dem Campus. Diese Woche. Na, immerhin. Auf dem BV-Campus gab es ein paar App-Anfragen. Wollte nur Bescheid geben. Cool, danke. Schließe alle Anfragen ab. Okay, wow, wow, wow. Zu viel, Alter. Was war denn jetzt los? Die Heilung der Welt, wo warst du? Schulball. Aber die, Alter, direkt hier. Direkt an dieser Stelle kommt schon die nächste Aktion. Schulball. Hilf einem Freund bei seiner Einladung zum Schulball. Okay. Oh Mann. Allein kann ich das nicht. Es geht um eine Einladung zum Schulball. Aber die Sache scheint aus dem Ruder zu laufen. Ist das so übertrieben wie eine dieser Babypartys? Wieso kann ich ihn so dramatisch nicht zum ist Essen es nicht. Einladen oder so? Ich finde es irgendwie süß. Ja, du hast recht. Ich bin unterwegs. Alles klar. Dann werden wir uns im nächsten Part anschauen, was es damit auf sich hat und wie wir helfen können. Und bis dahin würde ich erst einmal für heute sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!